Hallöchen Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Forest Creative. Da die letzte Folge etwas kürzer war, wird diese Folge etwas länger. Heute ist meine Nachbarin auf jeden Fall nicht mehr am Schreien. Aber ich habe wieder ein Problem. Ich habe wieder zwei Katzen hier. Die eine schläft auf meinem PC, auf meinem Gaming-Sessel. Und deshalb muss ich jetzt auf einem Holzstuhl sitzen. Und die andere Katze ist hinter mir auf meinem Bett und fängt wahrscheinlich gleich an zu miauen und will, dass ich sie streichle, ne? Genau, jetzt guckt sie mich blöd an. Auf jeden Fall, ich hab Offscreen. Jetzt will sie raus. Sie will raus. Sie will doch nicht raus. Sie legt sich einfach nur vor die Tür und verarscht mich. So, ich hab Offscreen. Bin ich ein bisschen durch die Welt gelaufen und hab das hier alles gefunden. Ich hab die Kettensäge geholt. Ich habe hier so ein paar Sachen noch genommen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Ich habe Dynamit gefunden. Die Kletteraxt. Das Teil hier. Eine zweite Taschenlampe und das Katana. Achso, und die Karte und den Kompass. Und ja, jetzt haben wir endlich die Kettensäge. Und damit kann ich endlich mein Projekt beginnen. Was so recht das Projekt ist, weiß ich selber nicht. So, und hier kann ich die Medizin hinstellen. Einfach mal so. Die brauchen wir sowieso nicht. So, kommt hier so dahin. Upsala. Das ist der Schrank bald schon voll. Nee, halt das nicht. Das kommt dann hier hin. Ach, Alkohol habe ich auch noch. Ja, dann kommt doch gerade nochmal so ein Tisch hin. Was macht denn meine Katze jetzt da hinten? So, kommt gerade nochmal hier hin. Halt andersrum, ne? So. Gott, warum passt der nicht? Hä? Ich stelle total halt hier hin. Sehr gut. Meine Katze will in meinen Schrank rein. Hä? Habe ich den nicht schon dahingestellt? Nee. So. Jetzt versucht meine Katze, meinen Kleiderschrank zu öffnen. Sehr schön. So, okay, jetzt habe ich nichts mehr. Ich glaube, ich mache meine Katze mal ganz kurz raus. Ja, tut mir leid jetzt. Elsa, du kommst jetzt mal hierher. Oh. Hast du noch irgendwas zu sagen? Genau. Ey, diese Tür, ey, was ist denn das? So, okay. Katze kurz entsorgt. Die andere schläft, Gott sei Dank. Und mein Rücken tut jetzt schon weh. So. Also. Werden hier zugemacht. Ganz so, es wird Nacht. Ja gut. Dann kann ich halt mein Projekt noch nicht starten. Holen wir hier wieder so einen Haikopf mit. Bam. So. Bum, 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 bum. So, sehr schön. Noch einer fehlt. Der kommt nächste Woche. Sieht irgendwie immer noch alles ein bisschen leer aus. Hier könnte ich auch so einen Weg hin machen. Erstmal gehe ich jetzt mal pennen. Tür zu. So. Also, dann beginnt das Ganze erstmal mit dem Einrichten dieses Hauses da oben, weil das haben wir das letzte Mal nicht gemacht. Ich musste da nämlich dringend weg. Hier habe ich übrigens mal so ein bisschen Fleisch aufgehangen. Die Steine hier, die kommen immer wieder neu, kann das sein? Guck mal, hier habe ich sogar schon getestet, ja. Hier habe ich schon einen Baum abgefällt. Ich habe nämlich vor, hier oben die ganzen Bäume abzuhacken. Was ich dann dahin mache, weiß ich immer noch nicht. So. Also, wir haben Waffenhalter. Nee, Sprengstofflager. Ach, jetzt habe ich es falsch rum hingestellt. Ja, sieh mal einer an.
Eins passt noch hin. Kann man auch einfach so als Parkbank verwenden, oder? Wo man sich dann da hinsetzen kann. Bup, 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 bup. Okay, das war's. Ah! Oh. Aha! Der Möwenkopf fehlt mir in meiner Sammlung. So. Wer war das denn? Also meine Nachbarin hat schon wieder geschrien. Und mein Antivirenprogramm kommt schon wieder. So. Ah, jetzt habe ich keinen Haikopf in der Hand, jetzt habe ich einen Möwenkopf in der Hand. Also nicht bum 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 bum, sondern pap 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 pap. Ja, okay. Langsam reicht's mal. So, der kommt jetzt wohin? Hier. Das ist... Nee, da kriege ich das Teil nicht mehr ab. Das ist Familie Klaus. Das ist Opa Jansen. Das ist Oma Jansen. Das ist Vater Hansen. Das ist Mutter Teresa. Und das ist Frank. Und alle heißen sie mit Nachnamen Hans. So. Also, hier liegt wieder diese seltsame Frau. Mein Dach schwebt. Wunderschön. So muss das sein. Wann habe ich eigentlich das Teil mal hier hingestellt? Okay, ein bisschen Wasser trinken. Der ist ja vergammelt. Na gut. So, wir nehmen jetzt unsere Kettensäge. Die kommt jetzt dahin. So. Los geht's. Wie geht denn der Teil? Aha. Bam. Super. Bam. Okay. Der Axt schwingt, der Wahnsinnige. Mit der Kettensäge. Was? Der lebt immer noch. Das ist der große Bau. Okay. Was zur Hölle? Ach, das geht leer? Ich hab da gar nicht unendlich von. Ja, scheiße, ey, was soll das denn? Da muss ich immer wieder Benzin suchen. Hab ich noch? Ja, ich hab noch. Ich hab noch einen Kanister oder so. So, warum mache ich eigentlich da die ganzen Bäume ab? Ich will die hier abmachen. Warum bleibt denn da immer? Super. Die Vögel. Alle haben sie kein Nest mehr im Kopf, genau, nee, im Baum. Müssen sich im Busch hier verfangen, die wachsen sowieso immer wieder nach. Geht schön in die Richtung. Was habe ich nur in letzter Zeit mit dem Teil? So. Nur nicht, was? Nur nicht in die Richtung von meinem Haus. Sehr schön. So, ich würde sagen, ich will jetzt hier erstmal mein Baumstammschlitten, meinen wunderbaren Baumstammschlitten, wo Steine drin sind, kriege ich die auch wieder da raus. Weg mit denen. Ja, falsch. Hier ist das. Ab!
ist das jetzt beides voll? Und hab keine Steine mehr. Ich habe keine Steine mehr. Da können auch Baumstämme rein, ne? Ich gehe jetzt hier hinter der Tür raus. Da liegt der Baum. Und da liegt eine Frau. Yay, yay, yay. Super. Wie funktioniert das jetzt nochmal? Los! Das ist ja schnell. So, wie mache ich das jetzt? Kann ich jetzt einfach so aufsammeln, wenn ich so fahre? Ne, ich glaube nicht. Na gut, dann stelle ich das Teil einfach mal. Ich will da durch. Einfach mal hier jetzt hin. Bap. So, bam, bam. Bum, bum, bum. Dankeschön, ich darf die jetzt alle suchen. Wo sind die alle hin? Hä? Die war doch gerade noch da. Wo sind die alle hin? Jetzt sagt nicht, die spawnen nach einer Zeit. Da ist noch einer. Wo ist mein Schlitten? Ich sehe gar nichts. Da. Weiter geht's. Wo sind die alle hin? Passen da noch welche drauf? Sehr schön, ich glaube noch einer passt drauf, oder? Ne, da passen sogar noch mehr. Wie kann der noch da halten? Da passen ja viele drauf. So, wo sind die anderen jetzt? Haben wir hier jetzt gerade, da ist noch einer. Noch einer, da ist noch einer runtergefallen. So, ist das der letzte hier? Oh ne. Als ob der eine nicht mehr da drauf passt. Weg damit. Okay, dann fahren wir den jetzt erstmal. Ich weiß nicht, wo wir den hinstellen. Warte, 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 warte. Ich hab ne. Bleib schön da stehen. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Ja gut, und wo führe ich die Idee aus? Kann man das da eigentlich nicht? Das kann man da auch zerstören, dachte ich. Aha! Das ist aber immer noch da. So, irgendein Plan, aber doch nicht da oben. Das muss irgendwie hier in der Nähe sein. Aber hier sind die ganzen Baumstämme. Warum habe ich hier nur alles zugestellt? Das kann doch nicht sein. Okay, wir haben aber hier noch ein bisschen Platz. Eigentlich wollte ich aber hier nichts hinstellen. Haben wir hier vielleicht irgendwo mitten im Wald so ein leerer Platz? Ja, da vorne. Ja, vielleicht, weil es ein Ententeich ist. Vielleicht ist noch ein Dorf. Also ich glaube, hier kann ich das schon mal nicht hinstellen. Ach, das ist ein Boot. Ich brauche einen großen leeren Platz. Ja, das hier sieht doch ganz gut aus. Ja, das reicht, das reicht, das reicht. So, und jetzt diese Schutzwand, die wir auch bei uns zu Hause haben. Das da. Ah, hier sind die anderen Baumstämme hingefallen.
Oh. Sehr schön. So, also. Und zwar. Genau. Die Tür zu, sonst kommen ja auch die Einbrecher rein. So, hier werden dann alle Baumstämme gelagert. Was für Hölle? Super. So. Das Unkraut, das kann hier mal weg. Tür auf. Hier liegen die ganzen Baumstämme. Weißt du, warte, hole ich mir gerade noch hier so einen neuen Schuppen. Schlitten. Wo ist der jetzt? Da. Sehr gut. Bam, 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 bam. Bam, bam. Bam, bam. Das ist ja wunderschön. Jetzt kann sich ein Baummensch den hier Fälle aussuchen, ob er da drauf fällt oder auf mein Haus. Ne, okay, da hinten. Ja, okay, da muss ich aufpassen, dass ich die in die Richtung da jetzt fallen lasse. Ansonsten ist das Ding hier gerade kaputt. Wir wissen ja, wie das ausgeht, wenn ein Baum auf ein Haus drauf fällt. Haben wir in Staffel 1 gesehen. Mein armes Haus. Ich trauere immer noch drum. Nee, eigentlich bin ich nur froh, dass mein anderes Haus überhaupt fertig wurde. Das große Haus. Ach, das sind Pilze. Ah, ich wollte jetzt nicht essen, ich wollte das mitnehmen. Ich habe kein Kaninchenfell, ne? So, ist ja auch schon wieder fast voll. So, wo ist jetzt der andere? Wo habe ich den hingestellt? Irgendwo an den Abhang hier. So. Ab durch den Wald, ab durch den Wald, in den Wald und jetzt ab durch den Wald. Das hat sich gerade irgendwie angehört wie Star Wars. Bo 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 bo. Ja, okay. So, das kommt direkt hier vorne hin. Ja, das ist dann wie ein Parkplatz für Autos, nur halt für diese Schuppen hier. Da kommt man wunderschön geparkt. Muss man jetzt eigentlich so einen Weg dann hinmachen. Ja? Dafür kann der Weg mal nützlich sein. Da ist doch noch so ein Teil. So, bevor jetzt irgendein Baum dann hier reinfällt, mach lieber zu. So. Da fällt ein Baum da drauf. Ne, halt, halt, halt. Nein, was soll ich damit? Super. Das ging gerade noch mal so gut. Arms. Super. Feier ich des Todes. Okay. Ist der Baum gerade so schnell umgefallen? Okay. Bam, bam. Ich fange jetzt hier an, sonst verliere ich die ganzen wieder. Oh Gott, wie viel sind denn hier? Ist es schon wieder voll? Da passt doch noch eins hin.
Mach die Tür auf. So, Rückwärtsgang. Beep, 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 beep. Bin ich jetzt vorbei? Natürlich bin ich vorbei. Geht hier rein. Und der nächste in den Kerker. Sehr schön sieht das aus. Ab. So, wo ist der nächste? Warum ich die ganzen Baumstämme überhaupt mitnehme? Keine Ahnung. Dann sieht es ein bisschen schöner aus. Sind die Bäume jetzt schon wieder respawnt? Die Baumstämme? Warte, wo ist der Baum? Der ist hier lang gefallen. Ja, okay, ist noch da. Ah. Habe ich gerade wirklich das Teil nicht mehr gefunden. So, ich fahre jetzt mal da hinten hin. Guck dich das mal an, der Teil ist schon wieder fast voll. Das kann wohl nicht wahr sein. Was machst du denn da? Okay, haben wir jetzt noch irgendwo einen? Glaub nicht. Warte, doch einer ist doch da hinten lang gefallen, oder? Ach komm, der bleibt jetzt da. Nein! Mach total wieder da drauf. Und einparken. Bam. Richtig hinstellen. So. Sehr schön. Nächster. Ah. Ach, ich muss das nicht mal so machen. Ich kann auch einfach... Nee, ich muss so. Hallo? Ach komm schon jetzt. Ah! Jetzt ist das Teil leer. Ah! Da kriegt er noch. Nee, nee, nicht schon wieder. Ah! Ah! Oh! Da fliegen die Federn! Ne, das sind Bäume. Blätter. Da. Wo ist der Vogel hin? Wo ist der abgestürzt? Ach, keine Ahnung, ey, ich sehe nichts mehr. Okay. Irgendwie sieht man die Nacht sogar viel besser. Aber ich sehe dann meinen Schlitten nicht mehr. Das ist nicht mal mein Schlitten. Da ist er. Das sollst du nehmen. Ist er schon wieder voll? Ich glaube das nicht. Wo ist der Eingang jetzt?
Da ist der Eingang. So, hier kommen jetzt noch so ein paar Lampen hin. Wo sind denn die Dinger jetzt? Da. Aber wenigstens mal ein bisschen Licht hier. So, hier sehe ich jetzt gar nichts. Hier irgendwo ist das. So, und jetzt muss ich auch gehen, weil jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich gar nichts mehr sehe. Tür zu. Und ich gehe jetzt nach Hause. Ich sehe absolut nichts. Gott, haben wir hier wirklich so viel? Einer. Wo ist die Tür? Mach zu. Schlafenszeit. So, Freunde, ich würde dann aber auch sagen, das war's dann von dieser Folge. Wunderschön, frische Luft. Lecker, lecker. So, ich würde dann erstmal sagen, das war's wieder von dieser Folge. In der nächsten Folge. Tag 7. In der nächsten Folge sehen wir dann also weiter. Keine Ahnung, was wir das nächste Mal machen. Wahrscheinlich weiter Bäume fällen. Und, ja, also seid gespannt, nicht auf die nächste Folge The Faust Creative. Bis zum nächsten Mal, bis dann rein und ciao.